Glück auf, Bonsai-Kumpels, und schön, dass ihr zu meinem 5000 Special Sondervideo eingeschaltet habt. Ja, das ist ein ganz besonderes Video. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anfangen soll. Wie immer alles sehr Freestyle-mäßig. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Wir sind jetzt 3000 Abonnenten. Deshalb wundert ihr euch vielleicht über den Namen. 5000 Abo Special Video oder so ähnlich wird das Video bestimmt heißen. Und ich wollte diesen Weg nutzen, weil ich ja damals bei den 1000 Abonnenten das erst ein bisschen spät wahrgenommen habe, um zu euch zu sprechen, sondern erst bei 1500. Aber da kam auch gerade hinzu, dass wir diese Lärchen-Challenge damals gestartet hatten und auf einmal genau zu dem Zeitpunkt auch nochmal extrem viele Abonnenten von Holger zu mir rüberkamen, und das machte alles und die Videos, und das war ein bisschen viel zu dem Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, habe ein bisschen mehr Ruhe, obwohl das jetzt mit den 3000 auch schneller ging, als ich dachte. Es ist nicht mal ein Jahr her, da hatte ich nicht mal 1000 Abonnenten. Das war irgendwann, also meine 1000 habe ich geknackt irgendwann März 22. Oder Mitte März sogar. 1. April habe ich ein Gewerbe angemeldet, ja. Und damals hatte ich ja gesagt, damals habe ich einen Baum verlost. Da gab es ein Atropoporeum für 5 Euro zu gewinnen, und ich hatte gesagt, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 5-Euro-Baum, bei 10.000 einen 50-Euro-Baum und bei 100.000 einen 500-Euro-Baum. Ich würde jetzt gerne ein paar Zwischenschritte einfügen, und ich glaube, nach oben skalieren wir das auch ein bisschen anders. Also ich sage jetzt mal, ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich mal irgendwann 100.000 Abonnenten haben sollte in 20 Jahren, dass ich dann auch einen 5.000-Euro-Baum anstatt einen 500-Euro-Baum verlose. Aber das lassen wir erstmal dahingestellt, weil auf dem Weg dahin sammelt man ja auch viel Geld durch YouTube ein. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Und das möchte ich euch ein bisschen zurückgeben. Möchte ich euch einfach daran teilhaben lassen. Zum Teil, weil eine Verlosung ist ja immer was Geiles. Wieder was zu gewinnen. Und zwar möchte ich dieses Video dafür nutzen, dass, wenn ich 5000 Abonnenten habe, also ihr habt jetzt Zeit, dieses Video zu kommentieren, bis ich 5000 Abonnenten habe. Und an dem Tag, an dem ich 5000 Abonnenten habe, mache ich dann wieder diesen Zufallslauf, wie schon bei der letzten Verlosung. Ansonsten guckt euch das vielleicht mal hier oben an, wo ich den Gewinner gekürt hatte. Andrea hatte ja damals diesen 5 Euro Ahorn gewonnen. Mache ich genau zum Zeitpunkt, weil ich 5000 Abonnenten voll habe, verlose ich 3 Sachen. Und da ich ja gesagt hätte, bei 10.000 für 100 Euro, für 50 Euro, Entschuldigung, hatte ich jetzt gedacht, so bei 5000 packen wir mal so was für 25 Euro dazu. Und ich packe noch so ein paar Sachen nebenbei dazu. Also das steht hier nur symbolträchtig. Das ist der Schwesterbaum quasi von dem damals verlosten Atropoporeum, der an Andrea ging. Da steht jetzt nur symbolträchtig für einen 5 Euro Ahorn. Also es wird, einer von euch hat die Möglichkeit, einen 5 Euro Ahorn zu gewinnen. Darüber hinaus hat einer die Möglichkeit, einen Baum, der jetzt noch nicht hier steht, den gibt es noch nicht, aber ich habe ja so eine dicke Mutterpflanze im Garten, ein Ahorn, entweder ein Asa palmatum Sortenrein oder ein Butterfly mit einem richtig dicken Stamm. Den werde ich jetzt im Frühjahr direkt abmosen. Das mit den 5000, das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen. Im Wert von 25 Euro. Also ich sag mal, das ist so eine Pflanze, da zahlt ihr in einem guten Fachhandel sozusagen oder auch in der Gärtnerei irgendwo. Und in der Gärtnerei wäre gepropft sehr wahrscheinlich. Bei mir ist der Sortenrein. So ein Exemplar für 25 Euro. Ich denke, es wäre vielleicht sogar mehr wert, aber das müsst ihr dann beurteilen. Das zeige ich euch dann, wenn ich es auslose. Also es ist so ein bisschen so, bei beiden Bäumen jetzt so ein bisschen so, müsst ihr einfach mal mir da vertrauen, dass ich einen schönen Baum für euch aussuchen werde. Und wie gesagt, zwei Bäume zu verlosen, ein Ahorn für 25 Euro und ein für 5 Euro so im Gegenwert. Versand übernehme ich. Ich weiß, damals sagte ja Josef Bruns auch, dass, wenn in der Schweiz, da brauchen die so einen Pflanzenpass irgendwie oder so. Sollte das irgendwie so sein, dass einer von meinen Schweizer Zuschauern den gewinnen sollte, werde ich mich entweder vielleicht über das Bonsai Center, dass ich die mal frage, das über einen Pflanzenpass zu beschaffen. Oder ich schicke euch das irgendwie so zu. Oder ich fahre ja öfters durch die Schweiz. Wir sind da unten öfters unterwegs, so in Sachen Motorsport in der Nähe. Dann lasse ich euch den irgendwie persönlich zukommen. Also irgendwie kommt ihr an den Baum. Oder ich schicke euch den einfach zu, und wenn er dann beim Zoll untergeht, ja, werden wir herausfinden, wie es funktioniert. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Ich möchte eigentlich gar keinen ausschließen. Also rein theoretisch, wenn ihr aus den USA oder aus China das hier guckt oder keine Ahnung von wo, ihr könnt überall mitmachen, und wenn der Versand 100 Euro kostet, dann zahle ich halt 100 Euro für den Versand. Das ist mir wert, das übernehme ich von meinen Kosten.
Und um einen dieser beiden Bäume zu gewinnen, habt ihr jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, das Video zu kommentieren. Und zwar, wenn ihr auf die Bäume Lust habt, mit dem Hashtag Ja, ich will. Das hatten wir beim letzten Mal schon, das hat gut funktioniert. Ich möchte dazu sagen, Doppelnennung. Also ich hatte letztes Mal so ein paar Leute dabei, die haben wirklich 10 Kommentare geschrieben mit Ja, ich will. Ihr habt bei der Auslösung gesehen, ich habe da so ein Tool, da kann ich Doppelkommentare ausschließen. Das heißt nicht, dass ihr generell ausgeschlossen seid, das heißt nur, dass nur ein Kommentar von euren Mehrfachkommentaren mit in die Verlosung reinzählt. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne öfters kommentieren. Ansonsten einmal reicht, um dabei zu sein. Eure Chancen erhöhen sich nicht bei Mehrfachkommentaren. Deshalb einmal Ja, ich will. Also Hashtag Ja, ich will. Habe ich jetzt hier hoffentlich hingeschrieben. Und der zuerst ausgelost wird, kriegt den 25-Euro-Baum. Und der zweites ausgelost wird, kriegt den 5-Euro-Baum in dem Gegenwert. Wie gesagt, Versand auf meinen Nacken. Und dann habe ich noch was. Das Video habt ihr jetzt noch nicht gesehen, kommt aber die nächsten Wochen, versprochen. Ich habe hier zwei so, naja, sagen wir nicht wunderbare Drehteller. Ich habe es in dem Video ein bisschen genauer beschrieben. Ich habe so zwei Drehteller gebaut, habe sowohl die beiden Oberteile im Pärchen mal auf dem Sperrmüll gefunden, habe ich auch in einem Video erklärt, als auch die Unterteile einzeln auf einem anderen Sperrmüll gefunden und habe die Tage ein neues Format gegründet, Bonsai Do It Yourself. Da kommen demnächst solche Sachen. Also das Video werdet ihr bald schon sehen, wie man einfach zum Beispiel einen Bonsai-Drehteller selber baut. Weil das die meistgefragte Frage ist, wo hast du deinen Drehteller her? Selber bauen geht am einfachsten. Den habe ich auch auf dem Sperrmüll im Ganzen gefunden, aber ich habe auch schon mal einen selber gebaut davor. Deshalb habe ich gedacht, weil so viele Leute so einen Drehteller vielleicht haben wollen, wäre das eine ganz schöne Sache, dass ich den mit in eine Verlosung reinnehme. Ich hatte in dem Video gesagt, dass ich die beide eigentlich jetzt verlosen wollte. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich verlose einer hier ist so ein bisschen von hier weg. Das ist halt so, dass ich reiße den Rest hier auch nicht ab, sondern der neue Besitzer kann sich das dann selber so ein bisschen ausschneiden, wie er meint, dass er es möchte. Vielleicht auch auseinanderschrauben und das ganze Furnier abmachen. Das muss dann der neue Besitzer nach Gefallen schaffen. Also einen von diesen Drehtellern packe ich da auch mit drauf. Das wäre dann der dritte Preis sozusagen. Und diesen zweiten Drehteller, den lege ich einfach 1, 2 Jahre weg. Exponentielles Wachstum, also 10.000 wird dann ja schneller gehen als von 3.000 auf 5.000. Oder vielleicht, nee, 10.000 wird genauso schnell gehen wie von 3.000 auf 5.000, wird es dann von 5.000 auf 10.000 gehen, weil das ja immer ein bisschen so ansteigt. Also Ding ist bei den 10.000er noch und bei dem 10.000 Special Abo Video wird es dann 5 Preise oder so irgendwie geben. Da lege ich nochmal eine Schippe drauf. Ja, wer jetzt Bock auf den Drehteller hat und bitte an die, die auch schon einen Drehteller haben, lasst den anderen Jungs, gibt ja auch ein paar jüngere Zuschauer bei uns, wo die Knete vielleicht nicht so locker sitzt, Studenten, Auszubildende, freischaffende Künstler oder wie es heißt. Wer schon einen Drehteller hat, lasst den anderen vielleicht ein bisschen den Vorzug unter dem Hashtag Drehteller. Ja, könnt ihr hier dran teilnehmen? Dann verlose ich den Drehteller einzeln unter den Leuten, die Interesse haben beim Drehteller. Aber wer beides haben will, einfach Hashtag Drehteller und Hashtag Ja, ich will, werdet ihr bei beiden Verlosungen auf jeden Fall berücksichtigt. Wie gesagt, ich hoffe, das ist eine coole Sache. Ich lasse das Video jetzt auch als mein Kanal-Trailer. Also falls ihr es mal wieder sucht, müsst ihr nicht lange gucken mit der Suche, sondern einfach auf meinen Kanal gehen. Direkt das erste Video wird euch angezeigt. Könnt ihr euren Freunden zeigen. Desto schneller ich viele Abonnenten habe, desto schneller habt ihr die Möglichkeit, was zu gewinnen. Vielleicht lege ich auch noch ein Ahorn dabei. Ich weiß es noch nicht, wie ich drauf bin, wie das mit dem Abmosen dieses Jahr funktioniert. Ja, aber ich würde erstmal sagen, eine ganz coole Sache. Ich hoffe, euch gefällt das. Teilt mir das bitte auch mal so in den Kommentaren mit, weil so ein Gewinnspiel, das hat ja immer so einen Reiz. Geht ja gar nicht mehr um den Wert, ist ja immer irgendwie schön, was zu gewinnen. Deshalb versuche ich auch, viele Gewinne rauszuhauen, damit viele Leute vielleicht so ein Glücksgefühl kriegen. Ja, wie gesagt, ich möchte mich nochmal für die 3.000 bedanken, aber ich möchte mich jetzt vorab schon mal bedanken, dass es jetzt umso schneller auf 5.000 zugeht. Und wie gesagt, desto schneller wir wachsen, desto mehr lasse ich euch daran auch teilhaben. Ich möchte keine monetären Vorteile hier haben. Ich versuche alles, was ich zum Beispiel bei YouTube Money mache, wieder in das Material, in Bonsai-Schalen etc. zu investieren. Also das ist eine 1-2-1-Finanzierung, da zwacke ich mir nichts für mich ab. Kommt auch nicht viel bei rum, werde ich demnächst mal offenlegen, so ziemlich die Zahlen. In einem Bonsai-Talk, so Rückblick 21 und Fortblick 22, kommt die nächsten Wochen ein Video zu. Habe ich schon mit angefangen, aber es sind noch ein paar Themen, die ich vergessen hatte, die ich da noch mit reinhaken möchte. Ja, und dann reden wir da vielleicht nochmal in Ruhe drüber. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es euch freut. Ich hoffe, dass ihr dann auch Sonntag wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, My Trees in the Pot. Das war's von mir, euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.